Ein Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir sind im dritten Teil des heutigen Tages. 3 Tage heißt es jetzt insgesamt, 13. Deutscher Seniorentag. Und der erste Tag ist jetzt im starken Nachmittagsblock mit vielen, vielen Parallelangeboten. Schön, dass Sie sich entschieden haben für unser Format, für den Bereich Angriff auf den Körper, schwere Infektionen und Sepsis. Ich habe zwei Experten in dieser Runde, die gleich zu bestimmten Themen und Fragestellungen uns gemeinsam informieren. Für alle die, die eben noch nicht dabei waren, nutzen Sie die Chance und Gelegenheit, die Chatfunktion mit einzubauen. Wenn Sie also Fragen haben, bitte direkt immer hinein in die Chatfunktion. Wir greifen die dann in der Diskussion, nachdem wir erst intern, dann aber auch mit Ihren Fragen das Ganze aufgreifen, denn beantworten. Also nutzen Sie das. Das ist ein tolles Mittel, was sich heute schon gut als Kommunikations- und als Austauschmedium hier erwiesen hat. Wir haben zwei Experten mit zum einen Dr. Magnus Kafarnik und mit zum anderen Frau Dr. Köster-Steinebach. Wir haben das Thema Sepsis, wir haben das Thema Angriff auf den Körper und schwere Infektionen. Einstiegshalber vielleicht nochmal die Institution, wo Sie herkommen, damit wir den großen Überblick haben, welche tollen Experten wir denn letztendlich dabei haben. Herr Kafarnik, Sie beginnen bitte Kurzvorstellung. Ja, guten Tag erstmal in die Runde und auch vielen Dank für die Einladung zum Deutschen Seniorentag. Ich bin Facharzt für Chirurgie und Allgemeinmedizin. Ich war 16 Jahre lang ausschließlich Intensivmediziner an der Charité in Berlin und an der Uniklinik in Freiburg. Bin jetzt aber seit 2,5 Jahren sozusagen draußen aus dem Klinikbetrieb, habe den Allgemeinmediziner jetzt noch gemacht, arbeite aktuell in Frankfurt-Oder in der zentralen Notaufnahme und als Notarzt. Und insofern habe ich nach so langer Zeit Intensivmedizin, da ist ja die Sepsis und die schwere Infektion, ist ja sozusagen das, was wir täglich sehen. Deswegen, genau, werde ich dann in Kürze also mal versuchen, Ihnen das Thema ein bisschen näher zu bringen. Also Dankeschön. Noch einmal ein organisatorischer Hinweis für alle Teilnehmer, auch für die Referenten. Bitte, wenn Sie nicht sprechen, das Mikrofon auszuhalten. Wenn das Mikrofon an ist, wir hören jedes Raschelgeräusch, alles, was so im Raum passiert, nur dass das jedem auch noch mal ganz bewusst ist. Danke für den Einstieg. Wir freuen uns jetzt auf die Kurzvorstellung von Frau Dr. Köster-Steinebach. Auch hier genau Ihr Institut. Wir freuen uns auf Ihre Kurzvorstellung, bitte. Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich, dass ich beim Seniorentag dabei bin. Mein Name ist Ilona Köster-Steinebach. Ich bin von der Ausbildung her gar nichts, was mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, sondern etwas ganz Exotisches, nämlich Japanologin und dann in die Volkswirtschaft gewechselt. Ich bin aber seit jetzt mittlerweile 17 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs und seit 2018 die erste hauptamtliche Geschäftsführerin im Aktionsbündnis Patientensicherheit. Das kennen vielleicht viele nicht. Wir sind keine Patientenorganisation, sondern eine Netzwerkorganisation, gemeinnützig, die sich zusammengefunden hat, um dieses Thema Sicherheit während der Versorgung im Gesundheitswesen, also Patientensicherheit in Deutschland voranzubringen. Das ist unser einziger satzungsgemäßer Zweck. Und Mitglieder sind neben Privatpersonen, Patientenorganisationen, Länder, kassenärztliche Vereinigungen, Krankenkassen, Apotheken, Krankenhäuser, Unternehmen, also querbeet durch das gesamte Gesundheitswesen, etwa ein Drittel, aber auch Privatpersonen. So. Und wir haben, das ist das, weshalb ich heute hier bin, jetzt seit einem Jahr begonnen, eine Kampagne aufzubauen, um mehr Wissen über Sepsis in der Bevölkerung zu etablieren. Und warum, das erzähle ich nachher. Sehr schön. Danke erst einmal für den Einstieg von Ihnen beiden, für die Kurzvorstellung. Herr Dr. Kafarnik, was sind denn genau Infektionen? Also ich möchte eigentlich dafür ganz gerne eine Präsentation hier vorführen. Ich werde das mal probieren, indem ich weiß nicht, ob es klappt. Kann natürlich sein, dass es nicht geht. Nee, geht wahrscheinlich nicht. Dann machen wir es ohne. Sie Dann sollten die müssen Möglichkeit haben, Ihren Bildschirm zu teilen. Ja, da sagt er bei mir leider, dass ich da etwas verändern muss, dass ich das irgendwie freigeben muss. Das Sekunde, ich kümmere mich wusste drum. ich jetzt natürlich nicht. Probier das mal. Weil das ist natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer immer ein bisschen einfacher, weil das Thema ist ein bisschen komplex.
Ich probiere es noch mal ganz kurz. Dann nutze ich noch mal die Chance und Gelegenheit und binde, während Sie jetzt noch mal den Bildschirm teilen, Frau Dr. Köster-Steinebach, mit in den Bereich hinein. Sie sprachen eben von Ihren Mitgliedern der unterschiedlichsten Art. Seit wann genau gibt es Sie und über wie viele Mitglieder reden wir bei Ihnen? Ja, also wir wurden 2005 direkt als gemeinnütziger Verein gegründet und wir haben jetzt, also direkt etwa 800 Mitglieder, wobei 2/3 dann selber Organisationen sind, zum Teil sehr große Organisationen. Also sowas wie eine Bundesärztekammer oder sowas bringt ja sozusagen sehr viele Stimmen wieder mit ein. Okay, herzliches Dankeschön für diesen Input nochmal. Und wir starten nochmal aufs Neue zum Thema Kurzanstieg, Präsentation, Bildschirm teilen mit Dr. Kafanik. Also ich befürchte, dass das wohl nicht funktioniert. Und dann machen wir es jetzt halt eben einfach ohne. Dann gehen wir in die Interviewrunde mit spannenden Antworten. Können Sie das Ganze dann? Ja, das machen wir schon. Herr Kafanik, sehen Sie das? Ja, ich sehe. Ich habe ja unsere Präsentation, ob ich die vielleicht einfach zeige. Ja, sehr schön, genau. Das ist ja super. Hervorragend. Sehr genau. Schön. Bitte, dann können wir mal eins weitergehen oder besser gesagt zwei Dias sozusagen weiter. Okay, ich hoffe, Sie sehen etwas. Ich sehe alles gut, ja, das geht echt super. Okay, genau. Die Frage ist, was sind eigentlich Infektionen? Und eine Infektion ist eigentlich sehr einfach. Das ist eine Vermehrung von Mikroorganismen im Körper mit Auslöser von Krankheitszeichen. Nun ist es ja so, dass wir ständig mit den Mikroorganismen eigentlich zu tun haben als Mensch, als Individuum. Wir haben jede Menge Bakterien, mehrere tausend Bakterienstämme im Darm zum Beispiel. Die haben also auch ständig zu tun, oder unser Körper, der hat zu tun, Mikroorganismen abzuwehren auf der Haut, Bakterien, Pilze, Viren, ganz wichtig, ne? Gerade jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch in aller Munde. Und häufig kommt es ja gar nicht dazu, dass wir eine Infektion entwickeln, aber manchmal passiert es halt eben dann doch, dass sozusagen dieses Mikroorganismus die Überhand gewinnt und dann entwickeln wir eben eine Infektion. Und so die ganz typischen Symptome einer Infektion, ich denke, das kennen ja so die meisten von uns, das sind ganz allgemeine Symptome, also Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen kennen wir alle. Wenn wir beispielsweise uns erkälten oder vielleicht so einen sogenannten grippalen Infekt entwickeln, wir sind auch häufig abgeschlagen, also wir sind nicht so richtig fit und nicht so richtig leistungsfähig. Und ganz wichtig, gerade bei etwas älteren Patienten ist die Verwirrtheit. Da komme ich auch nochmal später darauf. Verwirrtheit kann eben manchmal schon das erste Symptom sein für eine Infektion, gerade wenn man etwas älter wird, weil da das Immunsystem nicht mehr so richtig diese ganz typischen Symptome unbedingt produziert. Wenn Sie sich vorstellen beispielsweise, dass Kinder ja häufig bis 40 Fieber haben, was die aber gar nicht so richtig juckt häufig. Also die sind dabei noch ziemlich aktiv. Aber ältere Menschen zum Beispiel, die entwickeln vielleicht nicht mehr so hohes Fieber. Die haben dann vielleicht so 37,5, 37,6. Aber eigentlich ist die Infektion schon im Körper. Und das zeigt sich halt eben dann an einer gewissen Orientierungslosigkeit manchmal. Es gibt natürlich auch noch die lokale Infektion. Das ist dann, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir uns irgendwo verletzen und es kommt zu einer lokalen Wundinfektion. Das ist dann diese Trias aus Schwellung, Rötung und Überwärmung. Mal weiter. Genau, wie entsteht denn nun eine Infektion? Also wir müssen natürlich erstmal in Kontakt kommen mit einem krankheitsauslösenden Erreger. Und natürlich muss unser Körper auch in dem Moment sozusagen bereit sein, diese Infektion anzunehmen, sagen wir mal. Das heißt, wir haben also häufig eine ganz kurzzeitige Immunschwäche. Und diese Immunschwäche, das heißt nicht, dass wir jetzt eine Krankheit haben, die unser Immunsystem jetzt herabsetzt zum Beispiel, sondern das kann auch zum Beispiel sein, dass wir vielleicht wenig geschlafen haben, viel Stress haben oder beispielsweise auch ein langes Sonnenbad, das reduziert auch unser Immunsystem und das sind dann eben so Situationen, wo wir uns halt eben anstecken können. Es passiert ja nicht immer, ne? Wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren jetzt in der U-Bahn und im Winter um Sie herum husten und niesen alle. Manchmal ist es halt so, dass sie dann kurze Zeit später auch erkältet sind und manchmal halt eben nicht. Also das heißt, es ist immer so ein bisschen situationsbedingt. Und ganz typisch ist natürlich die Infektion von außen. Das ist ja die sogenannte exogene Infektion. Das ist ja das, mit was wir eigentlich am häufigsten so kämpfen. Diese typischen viralen Infektionen, manchmal auch eine Lungenentzündung durch Legionellen zum Beispiel, eine Magen-Darm-Infektion durch Viren, durch Bakterien. Da bekommen wir sozusagen die Erreger von außen. Aber es gibt eben auch Situationen, wo wir uns auch von innen, also aus dem eigenen sozusagen
Mikroorganismus-Pool infizieren können. Das ist selten. Das betrifft ganz häufig immunkompromittierte, also immungeschwächte Patienten, beispielsweise bei uns früher auf der Intensivstation. Diese Patienten, die gelten immer als immunsupprimiert. Und die haben natürlich viel häufiger beispielsweise eine Lungenentzündung entwickelt als Patienten, die jetzt nicht auf der Intensivstation liegen. Aber es gibt auch Erkrankungen, die wir alle kennen, zum Beispiel der Herpes, der Lippenherpes, der Herpes Zoster, also so im Gefolge einer Windpockeninfektion. Das sind Erreger, die überwintern sozusagen, die schlummern bei uns im Körper, in dem Fall bei den Herpesviren, die sind immer in so speziellen Nervenzellen, so in der Gegend des Rückenmarkes. Und immer wenn wir etwas immungeschwächt sind, dann nutzen die Gelegenheit, sie sind sozusagen nicht mehr unter Kontrolle unseres Immunsystems, sondern die nutzen dann die Gelegenheit und wandern entlang der Nervenbahn an die Haut und bilden dann diese ganz typischen Bläschen. Oder auch die Harnwegsinfektion, die ja in der Regel hervorgerufen wird durch Erreger aus dem Darmbereich. Und da ist natürlich ständig auch der Kontakt da, aber nur in bestimmten Situationen kommt es zur Ausbildung einer Infektion. Mal weiter bitte. Genau, und wie entsteht eine Infektion jetzt sozusagen im Körper? Da gibt es ja verschiedene Wege, wie so ein Erreger eindringen kann. Die Inhalation über die Atemwege, Corona-Infektion zum Beispiel, oder auch andere, also die normale Erkältung auch. Oder eben auch über Verletzungen, über Hautverletzungen oder eben auch über eine Wunde, die vielleicht durch eine Operation gesetzt wird. Da können die Erreger eindringen und eben sozusagen die Chance der Stunde nutzen und sie können sich dann dort vermehren. Das ist immer eine Imbalance zwischen dem Immunsystem, was ja sozusagen gegen diese Erreger arbeitet, und den Erregern selbst. Und deswegen auch, haben Sie jetzt vielleicht auch schon im Gefolge der Corona-Pandemie gehört, auch da wird immer von der Virus Load gesprochen. Und das ist die Menge der Viren, die Sie sozusagen inhalieren oder die auf Ihre Schleimhäute kommen. Und wenn da eine bestimmte Zahl, jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen, überschritten wird, dann kann es halt eben passieren, dass eine Infektion austritt. Und wenn es wenig nur sind, dann kann der Körper die sozusagen dann noch bekämpfen und es kommt halt nicht zu einer Infektion. Es gibt natürlich auch die Infektion über die Haut, das betrifft mehr so tropische Erkrankungen, da gibt es so bestimmte Würmer beispielsweise, die über die Haut regelrecht eintreten, über die Schleimhaut, HIV, kennen wir ja auch alle, oder auch vielleicht, wenn man einen Katheter, beispielsweise einen Blasenkatheter hat, es gibt ganz viele Bakterien, die lieben dieses Plastik oder diesen Kunststoff und bilden einen sogenannten Biofilm da drauf. Und die können natürlich langsam hochsteigen und eben über diesen Katheter eine Infektion beispielsweise der Harnwege entwickeln. Mal weiter. Wo können denn nun Infektionskrankheiten auftreten? Den kann man eigentlich sehr kurz machen. Ne? Im gesamten Körper können die auftreten. Ich habe Ihnen hier mal so ein Beispiel mal gezeigt. Sie sehen da, das ist so eine Röntgenaufnahme von der Lunge. Und Sie sehen so links unten im linken unteren Bereich, sehen Sie das sogenannte Infiltrat. Das ist so eine weißliche Verschattung. Das wäre so etwas ganz Typisches, ein ganz typisches Röntgenbild für eine Lungenentzündung. Es gibt dann die Infektion der oberen Atemwege, der unteren, Harnwegsinfektionen, Haut, Knochen. Es können praktisch alle Regionen des Körpers von einer Infektion betroffen sein, auch das Gehirn, das wäre dann die Enzephalitis, oder die Hirnhaut, die um das Gehirn herumgeht, das wäre dann die Meningitis, die Hepatitis ist die Leberentzündung, und ganz zum Schluss steht eben dann auch die Sepsis, da kommen wir dann noch später dazu. Mal weiter. Welche Erreger sind denn eigentlich für den Mensch relevant, die eine Infektion auslösen können? Ganz oben stehen natürlich die Viren, weil die Viren, das sind die häufigsten Infektionen jetzt für uns im normalen Leben, wenn wir gesund sind. Das sind einmal die Erkältungsviren, zu denen zählen übrigens auch Coronaviren. Wir kennen 3 Coronavirenstämme schon lange, die je nach Region der Erde bis zu 30% der jährlichen Erkältungskrankheiten zuständig sind. Also Coronaviren kennen wir eigentlich, aber unser Körper kennt die auch. Und deswegen sind diese Coronaviren für uns nicht gefährlich, weil der Körper, wir sind sozusagen durchimmunisiert und unsere Welt, und nur in ganz bestimmten Fällen können solche Coronaviren eine Infektion eben hervorrufen. Dann die Magen-Darm-Infektion, vielleicht kennen Sie das, die Noroviren. Noroviren sind ja
ganz relevant, weil da sehr wenige Erreger genügen, um eine Infektion, um eine sehr heftige, aber in der Regel nur kurzdauernde Infektion hervorzurufen. Sie sind sehr infektiös, also übertragen sich eben sehr leicht. Und da gibt es ja häufig auch Ausbrüche in Kitas, auch in Altersheimen. In den Kitas ist es nicht so schlimm, ist nur nervig, aber in den Altersheimen kann es natürlich ganz relevant sein, weil man eben auch sehr schnell mal austrocknen kann bei diesen Erregern. Hepatitis A, B, C oder auch D kennen Sie wahrscheinlich auch. Das sind auch Viren, die Herpesviren, Windpocken, Gürtelrose haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Auch Warzen zum Beispiel, jeder, der eine Warze hat, ganz im Kern sitzen Viren drin. Gegen manche kann man ja auch impfen, gegen das HPV, humane Papillomavirus. Mal weiter. Genau, dann kommt die nächste große Gruppe der Bakterien. Haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, geistert ja auch immer wieder mal durch die Medien. Diese multiresistenten sogenannten Krankenhauskeime sind nicht immer nur Krankenhauskeime, aber in den Krankenhäusern verbreiten sie sich halt eben ganz besonders. Es gibt eigentlich zwei große Gruppen von Bakterien. Das sind die, die hinten mit Kokken enden. Das sind die gram-positiven Erreger. Da gibt es auch noch andere, die nicht auf Kokken enden. Und dann die gram-negativen Erreger, das sind die sogenannten Enterobakterien. Das sind eben die Bakterien, die bei uns im Darmtrakt wohnen. Also wir brauchen sie und sie brauchen uns. Jetzt sind sie symbiotisch. Und aus diesen beiden großen Gruppen rekrutieren sich auch unter Umständen eben resistente Erreger, wenn sie eine Resistenz aus bestimmten Gründen ausbilden. Da kommen wir noch später, wenn wir die Antibiotika besprechen, noch dazu. Und das ist einmal der sogenannte MRSA. Ausgesprochen heißt das Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Da ist das Methicillin steht für Penicillin sozusagen. Und das heißt, wenn der Erreger gegen dieses bestimmte Penicillin resistent ist, ist er auch gegen ganz viele andere bekannte Penicillingruppen resistent. Und die MRGN steht für multiresistente gramnegative Erreger. Die sind eigentlich heute eine viel größere Gefahr mittlerweile, gerade auf den Intensivstationen und bei immungeschwächten Patienten. Da gibt es noch so die Gruppe der Bakterien, die gerne mal Magen-Darm-Infektionen auslösen. Das sind die Salmonellen, Shigellen. Also wenn Sie beispielsweise zum Hausarzt gehen und Sie haben vielleicht Durchfall, dann sagt er Ihnen, geben Sie doch mal eine Stuhlprobe ab. Und dann guckt er genau nach diesen ganzen Bakterien. Der Helicobacter pylori, auch noch ein ganz wichtiges Bakterium, eines der wenigen, die im sauren Magenmilieu wohnen und dort eben auch überleben können. Und die können ganz gerne mal so eine chronische Magenschleimhautentzündung, eine sogenannte Gastritis hervorrufen oder auch Magengeschwüre und zwar Fingerdarmgeschwüre. Also wenn man sowas hat, lohnt sich immer mal ein Blick auf den Helicobacter, ob der vielleicht der Auslöser ist. Und dann gibt es noch die Erreger, die vor allen Dingen in bestimmten Situationen, zum Beispiel auf Intensivstationen relevant sind. Das sind entweder Erreger wie der Stenotrophomonas, der per se ein hohes Resistenzmuster schon mitbringt, aber für uns als gesunde Menschen eigentlich gar nicht weiter relevant ist. Und der Pseudomonas aeruginosa, der unter einer Therapie sehr rasch Resistenzen entwickelt. Mal weiter bitte. Dann gibt es noch die Pilze, das können wir eigentlich sehr kurz machen. Pilzinfektionen sind selten. Für uns relevant eigentlich nur der Hautpilz. Die Hautpilzinfektion ist meistens die Candida oder eben der Nagelpilz. Alle anderen Pilzinfektionen sind nur gefährlich für immunsupprimierte Patienten. Noch eins weiter bitte. Und noch ganz zum Schluss die Parasiten. Man denkt immer, das ist eigentlich eher so etwas für vielleicht so die Tropen, wo es so viele Parasiten gibt, aber ist nicht unbedingt so. Also wir haben zum Beispiel auch Probleme beispielsweise mit der Toxoplasmose. Das tritt also auch bei uns häufiger auf, wird durch Katzen ganz gerne mal übertragen, eher so im ländlichen Gebiet. Dann gehören die Amöben mit dazu, die Trichomonaden gibt es alles auch bei uns. Eine weitere große Gruppe der Parasiten sind die Würmer. Das kennt man, wenn man Kinder hat oder wenn man selbst mal Kind war. Und vielleicht mal diese kleinen weißen, sind hier so ein bisschen dargestellt auf den Fingern. Diese kleinen weißen Fadenwürmer sozusagen mal entdeckt hat, sind aber eigentlich sehr einfach zu behandeln. Und auch die Zecken. Die Zecken zählen auch zu den Parasiten, sind aber eigentlich selbst für uns gar nicht weiter relevant, sondern eher die Krankheiten, die sie übertragen. Und da gibt es nämlich die Borreliose, das sind Bakterien. Und die FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns, also des Nervensystems. Und das ist ein Virus und dagegen können wir eben impfen. Gegen die Borreliose können wir allerdings nicht impfen.
Gut. Ich glaube, Sie sind jetzt wieder dran, Frau Köster-Steinebach. Erst einmal herzlichen Dank für den Einstieg in diese ersten 10 Folien. Und wir gehen gleich hinüber in den Bereich, was ist Sepsis? Und Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie führen fort, bitte. Ja, ich bin etwas überrascht, weil ich dachte, vielleicht hören wir noch vom Mediziner etwas über Sepsis, aber ich kann das mittlerweile natürlich auch sehr gut. Eine Sepsis kann prinzipiell ausgelöst werden von jedem dieser, von jeder dieser Erregerarten. Auch wenn es in der Regel virale oder vor allen Dingen bakterielle Erreger sind, die eine Sepsis auslösen. Es gibt jetzt eine große Diskussion über Corona, natürlich Sterblichkeit. Und wenn man das genau betrachtet, ist es am Ende oft eine Corona-bedingte Sepsis, die zum Tode führt. Sepsis ist immer dann, wenn es eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf den Erreger gegeben hat, der systemweit, also über den gesamten Körper begonnen hat, sich auszubreiten. Typischerweise biologisch sieht man halt niedriger Blutdruck, hohe Herzfrequenz, aber wir gucken uns die Symptome vielleicht vor allen Dingen auch nochmal an unter dem Blickpunkt Erkennen von Sepsis. Warum ist das tatsächlich so wichtig? Eine Sepsis, wie gesagt, kann sich aus jeder Form von Infektionen entwickeln, sei es die unkomplizierte Harnwegsinfektion, der grippale Infekt, den wir kennen, die Lungenentzündung kann sehr leicht in eine Sepsis übergehen. Und dann passiert ein relativ dramatisches Vorgehen. Frau Köster-Steinebach, Entschuldigung, ja? ich erzähle das eigentlich noch alles. Ich dachte eigentlich... Okay. Die machen okay, jetzt gut. Das andere Thema laut unserem. Nee, dann würde ich Sie bitten, ja. Das jetzt noch kurz zu erzählen und ich mache das hier. Ja gut, okay, genau. Gut. Dann, genau, dann gehen wir nochmal da hoch. Richtig, genau. Hintergrund, okay. Das war nur jetzt so ein kleines Missverständnis. Ja, Herr Farnix, Sie waren ja sehr forsch und hatten gleich gebeten, dass denn das Wort umgeleitet wird. Ich komme ganz kurz dazwischen, ehe wir das Thema Sepsis aufgreifen, Frau Dr. Köster-Steinebach. Infektionen sind ja häufig, so haben wir das eben gerade wahrgenommen, auf mangelnde Hygiene zurückzuführen. Und eins Ihrer Punkte, Verbesserungsbedarfe aufzuzeigen, ist ja auch mit die Rolle letztendlich der Patientensicherheit des Aktionsbündnisses. Können Sie uns darüber noch mehr erzählen, ehe wir gleich den großen Block der Sepsis aufmachen? Ja, also es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, unser Anliegen ist es, die Sicherheit von Patientinnen und Patienten während der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich Hygiene, Händehygiene beispielsweise, aber auch Infektionsprävention durch Eindämmung, wir haben jetzt viel gelernt über Masken oder Ähnliches, da reinspielt. Aber worüber man sich klar werden muss, Sepsis ist kein ausschließlich auf das Krankenhaus beschränktes Vorkommnis. Also viele denken, ja, Sepsis, das hat immer mit multiresistenten Erregern zu tun oder das kommt nur vor, wenn man sowieso schon im Krankenhaus ist. Das ist tatsächlich ein Trugschluss. Sondern Sepsis passiert aus allen Lebenssituationen heraus, es gibt bekannte Fälle, wo man zum Beispiel aufgrund einer kleinen Sportverletzung oder eines Rosendornstichs oder Ähnliches am Ende eine Sepsis sich entwickelt hat. Und deshalb ist es so wichtig, weil sie aus dem Alltag heraus entstehen kann, die Zeichen frühzeitig zu erkennen und zwar sowohl bei den Menschen als auch also bei den ganz normalen Laien in der Bevölkerung, in ihrem Umfeld, das erkennen zu können, als auch bei den Menschen im Gesundheitswesen. Und das ist das Anliegen, was wir machen. Erstens, dass wir dieses Thema bekannter machen, weil viele kennen das gar nicht. Die denken dann, kommt nur im Krankenhaus vor oder Blutvergiftung. Das ist diese Geschichte mit dem roten Strich am Arm. Und wenn da kein roter Strich ist oder wenn ich kein Fieber habe, dann kann das nicht gefährlich sein. Und das sind alles so Trugschlüsse, die wir versuchen aufzuklären, damit sowohl also Bürgerinnen und Bürger früher diese Frage stellen, könnte es Sepsis sein, als auch Mitarbeitende im Gesundheitswesen. Herzliches Dankeschön. Und jetzt leiten wir wieder rüber zu dem großen Block. Was ist Sepsis? Warum ist das so gefährlich? Herr Doktor, Sie haben das Wort. Bitte schön. Genau. Also es ist selbstverständlich natürlich mein Thema, ganz klar. Also grundsätzlich kann man sagen, im Gegensatz zu einer Infektion, vielleicht wie eine Lungenentzündung oder eine Harnwegsinfektion, ist die Sepsis eine Ausbreitung eines Erregers über den gesamten Körper. Das heißt, es ist der gesamte Körper beeinträchtigt, betroffen
Und dementsprechend ist auch die Reaktion des Körpers ist auch sozusagen ausgedehnt auf den gesamten Körper. Also hier ist es keine lokale Reaktion des Körpers auf diese Erreger, sondern eben eine generalisierte. Und das ist halt natürlich ein ganz großes Problem. Und Frau Köster-Steinebach hat es also auch schon gesagt, das Ganze ist, wir können gerne noch mal kurz zurückgehen. Bitte. Das Ganze ist, wird ja im Volksmund als Blutvergiftung bezeichnet. Das heißt, es wird eigentlich, wurde ja lange Zeit was ganz anderes als Blutvergiftung bezeichnet. Das war ja eben genau, ich schneide mich am Finger, die Wunde infiziert sich und es entsteht ein sogenannter roter Strich. Das ist natürlich keine Blutvergiftung, sondern das ist die Reaktion des Körpers, indem er eine lokale Reaktion auslöst. Und was Sie da als roten Strich sehen, das ist ein Lymphgefäß, weil nämlich der Körper versucht, diese Erreger, man kann sich das so vorstellen, das Lymph, also der Körper, der transportiert alles, was er nicht mag, aus seinem Gewebe ab über die Lymphe. Und die Lymphe, die endet irgendwann in einem Lymphknoten. Und dieser Lymphknoten, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie so die Polizeistation unseres Immunsystems. Das heißt, dort können diese Erreger von einer großen Zahl Immunzellen eliminiert werden. Und natürlich auf dem Weg dahin, da reagiert der Körper auch schon. Also das heißt, es ist eigentlich eine sogenannte Lymphangitis, heißt das. Lymphangitis heißt eine Entzündung des Lymphgefäßes. Jetzt, nachdem die Sepsis ein bisschen bekannter geworden ist, hat sich das so ein bisschen gewechselt. Jetzt wird eben die Sepsis als Blutvergiftung bezeichnet. Und das hat auch schon etwas Wahres, weil nämlich in der Regel ist es so, dass die Sepsis ausgelöst wird durch Bakterien, ganz selten mal durch Pilze. Bei den Viren spricht man nicht von einer Virensepsis, sondern von einer sogenannten Virämie. Das heißt, die schwirren zwar auch durch den Blutkreislauf, aber eine Virensepsis ist eigentlich so nicht definiert. Und es ist in mehr als 98% der Fälle handelt es sich um eine sogenannte bakterielle Sepsis. Und viele von den Bakterien, die produzieren Toxine, also Giftstoffe. Und das Ganze, das führt dann letztlich dazu, dass das Immunsystem darauf reagiert. Und jetzt schwirren die durch den Blutkreislauf und setzen sich natürlich auch überall fest, also in allen Organen, weil der Blutkreislauf, das müssen Sie sich so vorstellen, die Gefäße, die werden ja immer kleiner und dann irgendwann passt wirklich nur noch mehr oder weniger so ein Erythrozyt, also ein rotes Blutkörperchen durch. Und dann können sich diese Bakterien dort an ganz bestimmten Stellen, also ganz am Ende, festsetzen. Deswegen gibt es auch sogenannte septische Herde. Die sind dann in der Niere zum Beispiel, in der Leber und dann bilden sich sogenannte Abszesse. Das heißt also, die vermehren sich dann dort und das nennt man dann, wenn das dann sozusagen wie so eine Insel sozusagen ist, das nennt sich eben dann Abszesse. Und die Reaktion des Immunsystems auf den Erreger, die ist halt eben häufig sehr heftig. Und Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben eine Balance zwischen, auf der einen Seite zwischen Faktoren, also wie so eine Waage. Auf der einen Seite sind die Faktoren, die eine Infektion hervorrufen und auf der anderen Seite sind die Faktoren, die diese Infektion bekämpfen. Und das ist eben unser Immunsystem. Und wenn jetzt sozusagen das Pendel zugunsten der Infektion ausschlägt, versucht natürlich der Körper dagegen zu arbeiten. Und das bedeutet, dass also die andere Seite aktiviert sein Immunsystem und das merkt man halt in der Regel dadurch, dass Fieber entwickelt wird, weil unser Immunsystem, das arbeitet bei Fieber, bei erhöhten Temperaturen einfach besser und da ist die Bewegung der Zellen ist besser und der Körper aktiviert enorm viele Abwehrzellen dadurch und das Pendel schlägt dann aus zugunsten sozusagen des Immunsystems. Und das führt dann letztlich dazu, dass ganz viele Zellen ganz viele bestimmte Stoffe ausstoßen. Die nennen sich dann Mediatoren, Zytokine, die locken andere Fresszellen an. Das ist ein ganz, ganz komplexes System. Aber das Problem ist, dass diese Stoffe und diese Zellen auch dummerweise den eigenen Körper angreifen. Und das sehen wir ganz am Anfang dadurch, dass der Patient einen niedrigen Blutdruck hat. Weil was nämlich passiert ist, dass die Blutgefäße sich erweitern. Das heißt, sie sind nicht mehr so schön angespannt. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben ein Rohr und Sie möchten gerne innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Flüssigkeit durch dieses Rohr schicken. Wenn es sehr groß ist, dann fließt diese Flüssigkeit sehr langsam. Ist es sehr eng, dann fließt es sehr schnell. Und dieses Rohr, was jetzt in dem Fall unser Blutkreislauf ist, das wird sehr groß. Das heißt, das Blut, das fließt sehr langsam. Der Blutdruck fällt.
Und das versucht der Körper dadurch auszugleichen, indem er die Herzfrequenz erhöht. Also das heißt, einfach mehr Flüssigkeit, also mehr Blut in dem Fall, in dieser Zeit durch das Blutgefäßsystem jagt. Deswegen, die Patienten haben einen niedrigen Blutdruck, eine hohe Herzfrequenz und die hohe Atemfrequenz, die liegt einfach daran, sie atmen auch sehr schnell, weil der Körper nicht mehr genügend Sauerstoff zu seinen Organen bringt. Und das Ganze, das nennt sich dann ein sogenannter Schock und in dem Fall ein septischer Schock. Jetzt können wir mal ein Bild weitergehen. Und weil jetzt das Pendel ausgeschlagen ist zugunsten der Faktoren, die also diese Bakterien in dem Fall den Erreger bekämpfen und diese Erweiterung der Blutgefäße immer weitergeht, kommt es zu einem wirklich nicht mehr durch den Körper stoppbaren Blutdruckabfall. Das heißt, der Druck, der wird immer schlechter. Und was wir heute wissen, da gibt es sehr schöne Fotos, das sind elektronenmikroskopische Fotos, ist, dass die innere Schicht der Blutgefäße, die wird auch angegriffen vom körpereigenen Immunsystem. Und es entstehen regelrechte Löcher im Immunsystem, Blutgefäßsystem. Und dadurch tritt Flüssigkeit aus. Und jeder, der schon mal auf der Intensivstation einen Patienten mit der Sepsis gesehen hat, dem fällt sofort auf, die sind total aufgedunsen. Und das liegt einfach daran, dass wahnsinnig viel Flüssigkeit, was eigentlich ins Blutgefäßsystem gehört, ist plötzlich in dem ganzen Gewebe. Das heißt also, wir haben jetzt nicht nur das Problem, dass die Blutgefäße sehr weit werden, sondern wir haben auch noch das Problem, dass nur sehr wenig Flüssigkeit drin ist. Und das führt letztlich dazu, dass unsere Organe nicht mehr adäquat versorgt werden, insbesondere mit Sauerstoff in der Akutsituation, sekundär auch sicherlich mit Ernährungsstoffen, und die versagen dann. Das heißt, das körpereigene Immunsystem wird bei der Sepsis zum Problem. Und wenn wir da nicht gegensteuern, dann führt ein septischer Schock zum Tod. So, und da würde ich gerne wieder übernehmen, wenn ich darf. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben zum Thema Sepsis. Und jetzt an Sie die Bitte, Frau Dr. Köster-Steinebach. Sie haben ja mit Ihrer Initiative Deutschland erkennt Sepsis einiges ins Leben gerufen. Und die Frage ist jetzt, wie erkennt man denn Sepsis und was wollen Sie mit Ihrer Initiative erreichen? Ja, also erstmal vielen Dank auch für die tolle Erklärung der Sepsis. Das Problem, das wir haben, das ist, dass wir in Deutschland mindestens 75.000 Todesfälle pro Jahr an Sepsis haben. Das ist eine der häufigsten Todesursachen überhaupt und wird als solche weitgehend verkannt. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, relativ viele Sepsisfälle entstehen außerhalb des Krankenhauses. Also man kann sich jetzt darüber, es gibt so ein bisschen einen Expertenstreit, ob das jetzt 50% oder 70% sind, die außerhalb des Krankenhauses entstehen. Aber es gibt sehr viele Fälle, die außerhalb des Krankenhauses sind. Und dann kommt es darauf hin, so schnell wie möglich zu behandeln. Eine früh erkannte und behandelte Sepsis lässt sich relativ gut in den Griff kriegen mit Antibiotika-Behandlung. Das ist dann tatsächlich kein so großes Problem. Allerdings, wenn die Sepsis schon so weit fortgeschritten ist, wie eben Herr Dr. Kafanik schon beschrieben hat, dann ist es eine sehr, sehr schwerwiegende Erkrankung, die oft zu Pflegebedürftigkeit führt, auch sehr oft, wie gesagt, 75.000 Mal pro Jahr in Deutschland zum Tod. Und wir gehen davon aus, dass mindestens 20.000 dieser Todesfälle pro Jahr durch eine bessere Erkennung und schnellere Behandlung von Sepsis vermieden werden können. Und da kommt es tatsächlich auf jeden Einzelnen an. Und das wollen wir mit der Kampagne erreichen. Deshalb haben wir diese Materialien entwickelt, die Sie hier sehen. Sepsiszeichen. Welche Zeichen sollten einen dazu bringen, diese zentrale, wichtige Frage zu stellen, könnte es Sepsis sein? Die einzelnen Zeichen sind selber nicht besonders spezifisch. Also man kann schon mal leicht Fieber und Schüttelfrost haben oder kurzatmig sein und eine schnelle Atmung. Nur wenn die tatsächlich zusammenkommen und vor allen Dingen Sepsis-Betroffene berichten eigentlich übereinstimmend, dass dieses extreme Krankheitsgefühl auftritt. Es ist ihnen sterbenselend, sie haben sich noch nie so krank gefühlt oder sie haben starke Schmerzen oder irgendwas in die Richtung. Oder auch Angehörige berichten, dass jemand von seinem Wesen stark verändert ist, also sich völlig anders verhält als sonst. Wenn so etwas zusammenkommt, dann muss da kein Fieber sein. Aber wenn zwei oder drei dieser Zeichen, also Fieber, Verwirrtheit, Kurzatmigkeit, starkes Krankheitsgefühl, feuchte Haut, Schwitzen, Schwäche
und schneller Puls-Herzrasen. Wenn davon mehrere zusammenkommen, dann sollten alle diese Frage stellen, könnte es Sepsis sein? Weil mit jeder Stunde, in der die Behandlung später einsetzt, also vor allen Dingen die Gabe eines entsprechenden Antibiotikums, vorher noch Blutkulturen abnehmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ganze überlebt oder auf jeden Fall unbeschadet überlebt. Also schwere Behinderung, Pflegebedürftigkeit, das will niemand. Und deshalb ist es so wichtig, dass tatsächlich alle Menschen etwas von Sepsis gehört haben, wissen, dass es nicht der rote Strich ist, dass diese Zeichen das sind und diese Frage stellen, damit das dann professionell abgeklärt wird. Und genau das ist es, was wir erreichen wollen. Nicht mehr und nicht weniger, wenn Sie sich informieren wollen. Wir haben auch einen tollen Film. Gönn dem Tod eine Pause. Alles verfügbar unter www.deutschlanderkenntsepsis.de. Herzlich Dankeschön. Wir kommen wieder zu Herrn Dr. Kafanik. Jetzt ist es zu einer Infektion gekommen, vielleicht auch zu einer Sepsis. Welche Behandlungsmethoden gibt es? Stichwort Antibiotika. Genau. Und Frau Köster-Scheinebach, die hat es ja auch schon gesagt, wir müssen frühzeitig eingreifen. Das ist ganz, ganz, ganz elementar wichtig. Wir wissen heute, dass die Sterblichkeit der Sepsis von Stunde zu Stunde zunimmt. Das heißt, hier geht es nicht um, ich gehe mal morgen zum Arzt oder ich schaue mal, dass Oma oder Opa morgen zum Arzt kommt, sondern es geht wirklich darum, dass man jetzt zum Arzt geht, wenn man eben das Gefühl hat, hier ist jemand wirklich richtig krank. Und wirklich auch nochmal der Hinweis, gerade Verwirrtheit, weil ältere Menschen, deren Immunsystem, es ist nicht so, dass die 40 Fieber haben. Es ist nicht so, dass sie vielleicht auch zu Hause ständig Blutdruck messen können. Das bekommt man ja auch häufig gar nicht mit. Wenn die Zeichen Blutdruck, niedriger Blutdruck, hohe Herzfrequenz, wenn so etwas auftritt. Deswegen ganz, ganz wichtig, Verwirrtheit ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei älteren Menschen. Was machen wir bei diesen Patienten? Wir geben uns ein Zeitlimit und ganz entscheidend ist die Gabe eines Antibiotikums. Aber wir müssen, Frau Köster-Steinebach hat es auch schon angesprochen, wir müssen natürlich vorher noch etwas tun, weil wir möchten natürlich gerne wissen, um welchen Erreger handelt es sich denn eigentlich, weil das ist auch ganz entscheidend für die Wahl unseres Antibiotikums. Was wir natürlich in dieser Situation zuerst machen, wir geben ein Breitspektrum-Antibiotikum. Breitspektrum deswegen, weil wir haben ja nur diese eine Möglichkeit sozusagen. Wenn jetzt Zeit verrinnt und wir behandeln falsch mit einem falschen Antibiotikum, dann kann es halt eben einfach sein, dann ist es so, als wenn wir de facto gar nicht behandeln würden. Deswegen müssen wir also vorher gucken, dass wir diesen Erreger aus Proben aus dem Körper irgendwie isolieren. Und dazu gehört die Blutkultur, dazu gehört zum Beispiel Sekret aus dem Rachen beispielsweise, besser noch aus der Lunge, kriegt man aber dann nicht immer, oder auch eben Urin. Das ist heute Routine und Standard. Und dann müssen wir sehr frühzeitig, um einem Organversagen vorzubeugen, müssen wir Infusion geben. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben sozusagen einen relativen Mangel an Flüssigkeit im Blutgefäßsystem. Und es ist wirklich manchmal so, dass man in der ersten Stunde wirklich Patienten mit einer schweren Sepsis oder einem septischen Schock 2-3 Liter Volumen, sagen wir, gibt. Also da geht eine Infusion nach der anderen rein. Einfach unter der Vorstellung, dass wir den Blutdruck heben, und indem wir den Blutdruck heben, kommt auch mehr Blut und mehr Sauerstoff, insbesondere in der Situation, in unseren Organen an. Ist der Patient erst auf der Intensivstation, dann können wir natürlich auch mit Adrenalin dagegen steuern, weil das wiederum die Blutgefäße verengt und dadurch, ich habe schon erwähnt, den Durchmesser unseres Rohrs verkleinert. Und das heißt also, dass der Durchstrom sich eben dann erhöht. Und für diese ganzen Sachen, also das heißt, bis das Antibiotikum drin ist, geben wir uns genau eine Stunde Zeit. Und das wird auch nicht verzögert dadurch, dass wir vielleicht keine Urinprobe bekommen. Dann bekommen wir eben keine. Wichtig ist die Blutkultur, aber da darf man sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Die Blutkulturen sind selbst in der Sepsis nur zu etwa 40% positiv. Also häufig wissen wir gar nicht, um welchen Erreger es dann letztlich ging. Und dann kommt ein ganz breit wirksames Antibiotikum rein. Und warum das so ist, das sage ich Ihnen dann noch später. Dann kommt der nächste Punkt natürlich, das Organersatzverfahren. Patienten im septischen Schock sind in der Regel immer beatmet, weil die auch ein Lungenversagen entwickeln. Allein schon, weil die Flüssigkeit austritt aus dem Blutgefäßsystem, die geht natürlich auch in die Lunge rein. Und dann vermindert sich die Möglichkeit der Lunge sozusagen den Gasaustausch, also Sauerstoff rein und Kohlendioxid raus, also sozusagen diese Funktion weiter aufrecht zu erhalten.
und die Nierendialyse. Das sind die beiden Organe, die wir ersetzen können. Wir können ansonsten kein Organ ersetzen. Die Leber können wir nicht ersetzen und auch weitere Organe nicht. Das Gehirn können wir auch nicht ersetzen, ist ja klar. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig in der Situation ist, was man wirklich wissen muss, man kann das überschießende Immunsystem, was ja letztlich dafür verantwortlich ist, können wir nicht therapieren. Wir können nicht die Ursache therapieren. Wir können eine Ursache therapieren. Wir können die Erreger, die hier in Frage kommen, also die Bakterien, die können wir bekämpfen mit Antibiotika. Aber ansonsten die Reaktion, diese Sepsis-Reaktion, die können wir nicht therapieren. Wir haben in den letzten Jahrzehnten mehrere Medikamente auf dem Markt gehabt, die anfangs in Studien ganz gute, ich sage jetzt mal ganz gute Ergebnisse gezeigt haben, dass wir doch das Immunsystem vielleicht besser kontrollieren können. Aber es hat sich kein einziges von diesen Medikamenten letztlich herausgestellt, dass wir wirklich die Sepsis selbst behandeln können. Dementsprechend ist es auch so, Frau Köster-Steinebach hat es auch schon gesagt, die Sterberate ist immer noch hoch. Die Sterberate der Sepsis liegt bei 25%. Ist die Mortalitätsrate und beim septischen Schock, also wenn sozusagen die Sepsis ausgeprägt ist, der Patient im Schock ist und so wie hier beatmet auf der Intensivstation liegt, sogar bis zu 60%. Ich habe Ihnen auch noch mal so ein paar Zahlen mal mitgebracht aus dem Jahr 2013, die sind schon ganz gut aufgearbeitet. Ja, da hatten wir 280.000 Fälle dokumentierter Sepsis in Deutschland, davon sind 68.000 gestorben und wir reden ja zurzeit alle von der Inzidenz. Aber es dürfen Sie sich hier nicht täuschen lassen. Bei Corona reden wir von der sogenannten 7-Tage-Inzidenz. Also wie viele Menschen von 100.000 stecken sich in den letzten 7 Tagen an? Das ist jetzt die Jahresinzidenz. Aber immerhin, an der Sepsis sterben in Deutschland pro Jahr mehr als 330 von 100.000 Patienten. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, wir machen gleich weiter. Das gehört noch mit zu diesem Themenblock, der rationale Einsatz von Antibiotika. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist ja auch wieder in aller Munde. Wir sagen nur Antibiotika-Einsatz in der Tiermast, auch in der Landwirtschaft, also in der, wie sagt man da, in der, sagen wir mal, vegetarischen Landwirtschaft, also auch auf den Feldern werden Antibiotika benutzt. Und das ist sicherlich auch das größte Feld. Und wir als Ärztinnen und Ärzte, gerade im ambulanten Bereich, da werden natürlich auch einige Antibiotika benutzt. Und da muss man halt eben sagen, ist es indiziert oder ist es nicht indiziert? Und ganz wichtig ist, dass wir mit Antibiotika müssen wir wirklich sparsam umgehen. Weil je mehr wir von einem Antibiotika benutzen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erreger, die Bakterien, die wir eigentlich behandeln möchten, resistent werden. Es entstehen immer Resistenten bei den Bakterien. Das sind Zufallsprodukte. Es entstehen auch Resistenten, die zufällig gegen ein Antibiotikum wirken, also eine Resistenz gegen ein Antibiotikum. Und wichtig ist, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben das Antibiotikum X und Sie geben das bei einer Infektionserkrankung und dieser Bakterienstamm, sagen wir mal ein E. coli, da ist eine Linie, die ist mutiert und hat eine Resistenz zufällig gerade jetzt in der Zeit entwickelt. Sie eliminieren alle anderen von diesen Bakterien und genau dieser Bakterien, diese Linie, die bleibt übrig. Und dann haben Sie sozusagen, da ist der Weg freigeräumt von dem Antibiotikum und dieses resistente Bakterium kann eben sozusagen als einziges von diesem E. coli-Stamm überleben. Und das betrifft ja nicht nur diesen einen Stamm, sondern das betrifft ja sozusagen alle Stämme, gegen die dieses Antibiotika wirkt. Und es ist ja nicht so, dass es ein Antibiotikum für ein Bakterium gibt, sondern das sind Bakteriengruppen sozusagen. Und das heißt, sie eliminieren immer ganz, ganz viele andere Bakterien. Sie eliminieren auch Bakterien aus der Darmflora. Und deswegen ist die richtige Indikation, ist ganz entscheidend beim Einsatz von Antibiotika. Über 90% der Infektionskrankheiten, mit denen Patientinnen und Patienten in die Haushaltspraxis gehen, sind virale Infektionen. Und dagegen Viren helfen keine Antibiotika. Die Antibiotika helfen nur gegen Bakterien. Und deswegen ist die richtige Indikationsstellung, man darf nicht unnötig Antibiotika geben, weil einfach die Antibiotika, die gehen uns aus. Und es gibt ja auch manchmal so Horrormeldungen. In den USA ist ein Bakterium entdeckt worden, gegen das kein einziges Antibiotikum mehr wirkt. Ich habe das auch selbst schon erlebt an der Charité. Ja, das gibt es in Einzelfällen bei sehr langliegenden, auf der Intensivstation sehr langliegenden Patienten, dass dann es wirklich gerade der Pseudomonas eben so resistent wird, dass kein Antibiotikum mehr wirkt.
Und auch das Richtige müssen wir geben. Es ist auch ein großer Unterschied, ne? Wenn wir jetzt wirklich sagen, doch, wir haben jetzt eine Harnwegsinfektion, dann muss sich natürlich der Arzt oder die Ärztin auch damit ausgehen, ja, welches gebe ich denn jetzt? Gebe ich, und es gibt Unterschiede, ne? Ob man eine Lungenentzündung hat, ob man eine Harnwegsinfektion hat. Und auch die Therapiedauer ist ja heute sehr entscheidend. Das Gießkannenprinzip mindestens 7 Tage für jede Infektion, das gilt ja heute nicht mehr. Die unkomplizierte Harnwegsinfektion der Frau, die wird mit einer Einmalgabe beispielsweise therapiert. Oder es gibt Antibiotika, da gibt man 3 Tage. Selbst bei der Lungenentzündung therapiert man heute nicht mehr 14 Tage, sondern viel, viel kürzer. Und damit muss man sich halt eben sehr gut auskennen. Und da nochmal die letzte Folie von beiden jetzt hineingegeben. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Wird Ihnen die Veranstaltung gefallen? Die Abfrage kommt dann ganz zum Schluss. Herzliches Dankeschön, dass Sie aber den Bildschirm geteilt haben. Entteilen Sie bitte wieder den Bildschirm, Frau Köster-Steinebach, dass wir jetzt hineingehen können, wenn denn Fragen da sind, in bestimmte Bereiche der Fragestellungen. Ich rufe nochmal auf, wer denn die Chance und Gelegenheit nutzen möchte, können sich beteiligen, bitte in der Chat-Funktion die Fragen dort formulieren, die wir dann aufgreifen. Ich nutze gleich den Bereich des Impfschutzes. Sie hatten das eben noch mal ganz kurz angesprochen, Frau Dr. Köster-Steinebach. Jetzt ist das Thema Impfen ja in aller Munde. Gibt es denn Impfschutz im Bereich der Infektionen? Und was kann man selbst beachten? Was muss man selbst beachten? Was kann man selbst tun? Bin ich laut? Ja, bin ich. Ich habe deshalb nochmal diesen Punkt Impfen angesprochen, weil es tatsächlich einige Erreger gibt, die häufig im Vorfeld einer Sepsis aktiv werden, gegen die man sehr gut impfen kann. Das sind Pneumokokkenimpfungen, Meningokokkenimpfungen. Auch eine ganz klassische Grippeimpfung kann dazu beitragen, dass man weniger anfällig ist. Und deshalb ist es so wichtig, also jetzt jenseits auch der aktuellen Debatte um Corona-Impfungen, auch den sonstigen Impfschutz nicht zu vernachlässigen. Mhm. Und das gilt auch insbesondere für Senioren. Deshalb ist es mir auch heute, finde ich es ganz gut, dass ich hier bin. Sepsis hat so eine Art U-Kurve. Also es kann einen grundsätzlich in jedem Lebensalter treffen, aber die Wahrscheinlichkeit für ganz kleine Kinder, also neugeborenen Sepsis und auch für Senioren ist besonders hoch. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass gerade auch Seniorinnen und Senioren ihren Impfschutz da im Blick behalten und die Symptome kennen und vor allen Dingen, auch das wollte ich nochmal betonen, nicht darauf warten, dass es tatsächlich zu Fieber kommt. Das ist, glaube ich, auch nochmal deutlich geworden, dass es auch dann eine Sepsis sein kann, wenn es nicht mit Fieber einhergeht. Ja. Herr Doktor, an Sie nochmal die Frage. Auch das Thema Impfen ist ja nun bei uns in aller Munde. Und wenn wir über Impfen sprechen, reden wir zurzeit über Erstimpfung, Zweitimpfung, Boosterimpfung und vieles mehr. Wo passt dazwischen das Thema Impfen im Bereich Infektion noch dazwischen? Es gibt ja bestimmte Abstände und Zeiträume. Viele sind ja auch verunsichert. Also ich kann eigentlich wirklich nur das unterstreichen, was Frau Köster-Steinebach auch schon gesagt hat. Wir dürfen die übrigen Impfungen, die wir zur Verfügung haben, wirklich jetzt in der Situation nicht vergessen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sind die ab 60 bekommt jeder Mensch eine Pneumokokkenimpfung. Es gibt auch andere Impfungen. Heute werden ja die Kinder schon geimpft. Also das sind jetzt, ich meine, wir haben ja nicht viele Impfungen gegen Bakterien. Das muss man ja schon mal sagen. Die meisten Impfungen sind Impfungen gegen Viren. Und aber die Bakterien, die werden halt unter Umständen auch bei einer viralen Infektion, nehmen wir zum Beispiel mal die Influenza, die Grippe. Wenn man den schweren Verlauf einer Grippe hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn man auch älter wird, ist deutlich erhöht, dass man eine bakterielle Lungenentzündung obendrauf bekommt, eine Superinfektion. Mhm. Was man vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt, auch wenn man jetzt zu Hause ist. Und da sind halt die Pneumokokken, stehen da ganz, ganz vorne. Als Bakterien, als Pneumonie, also Lungenentzündung auslösende Bakterien. Und da gibt es wirklich mittlerweile eine sehr gute Impfung. Und wenn man Vorerkrankungen hat, da wird jeder Hausarzt, jede Hausärztin impft natürlich auch schon eher. Also da muss man jetzt nicht streng warten bis 60, sondern man kann auch hingehen und sagen, ich möchte mich jetzt gerne impfen lassen. Auch keine Krankenkasse wird da jemals meckern. Das habe ich also selbst bisher auch nie erlebt.
Ich greife eine Fragestellung auf zum Thema Impfen, weil es einfach toll reinpasst. Hier ist das Thema Impfung gegen Zoster als Frage nochmal formuliert und das Thema auch der starken Nebenwirkungen verbunden auch gleich mit dem Thema, wen trifft es eher? Sind es die Hochaltrigen oder auch schon Menschen zwischen 60 und 70 Jahren betroffen? Also auch da kann ich nur sagen, das stimmt, die Zosterimpfung, die gilt als Impfung mit einer erhöhten Zahl von Nebenwirkungen. Also man fühlt sich halt schlapp, aber man muss auch immer sagen, diese Nebenwirkungen, die sind kurz und die gehen auch wieder vorbei. Das ist ja nur Zeichen der Reaktion unseres Immunsystems. Und jeder, der schon mal eine Zoster gehabt hat, und in höherem Alter, das kann auch schon, also ab 50, unser Immunsystem, das fängt ja eigentlich schon ab 20 an zu schwächeln, wenn man ganz ehrlich ist. Und aber dann wirklich im etwas mittleren und höheren Alter, also ich sage jetzt mal mittleres Alter, so ab 50, ist die Zahl oder ist das Auftreten von einem Zoster schon deutlich erhöht. Und das Problem ist ja beim Zoster, nicht der Zoster selbst, den können wir ganz gut behandeln. Manchmal eben auch im Krankenhaus, wenn es richtig heftig ist, aber der Post-Zoster-Schmerz, der kann wirklich unerträglich sein und der ist ganz, ganz schwer zu behandeln. Also das möchte man wirklich nicht haben. Und da gibt es halt eben die Zosterimpfung, die ja auch erst ab einem gewissen Alter, auch glaube ich ab 60, soweit ich weiß, empfohlen wird. Aber auch da kann man das auch schon eher machen. Also wie gesagt, in der Hausarztpraxis ist es definitiv so, wenn, ich war jetzt ja fast 2 Jahre in der Hausarztpraxis, wenn da jemand kommt mit 50 und sagt, ich habe irgendwie immer wieder so ein bisschen Herpesprobleme, die werden geimpft, das ist gar kein Thema. Und ich wollte noch mal kurz zu dieser Inzidenz oder beziehungsweise Sepsis. Also grundsätzlich habe ich ja gesagt, Sepsis kann in jedem Alter auftreten. Es gibt einen relativ bekannten Fall, der in den USA zu einer großen Gesetzgebung und zu einer großen Qualitätsoffensive zum Thema Sepsis geführt hat. Das war, ich glaube, ein 9-jähriger Junge. Also niemand ist wirklich sicher davor, aber tatsächlich der Anstieg beginnt mit einem Nachlassen des Immunsystems und das ist so ab 60 aufwärts. Je älter, desto stärker, aber insofern kann man auch keine ganz klaren Grenzen ziehen an dieser Stelle, sondern muss sagen, dass man tatsächlich je schwächer das Immunsystem wird, desto wahrscheinlicher oder desto gefährdeter ist man und desto mehr muss man auf Impfschutz und Frühzeichen achten. Dankeschön für die ergänzenden Hinweise. Wir gehen in die Schlussrunde und ich rufe noch einmal auf und bitte Sie, Sie haben die Chance und Gelegenheit, jetzt nochmal sich aktiv zu beteiligen mit Fragen. Und ich greife die erste Fragestellung noch einmal auf. Dass das Thema Immunsystem schwächelt, hängt auch, so ist eine Frage formuliert, eventuell mit industriell gefertigter Nahrung zusammen. Ist die Nähe, ist die gegeben, ist die da? Also das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber was man natürlich auf jeden Fall erstmal grundsätzlich sagen kann, ist, alles, was wir frisch zubereiten, ist gesund. Und also ich bin jetzt persönlich der Meinung und es gibt auch von der Ernährungsmedizin, gibt es auch ganz klare Hinweise, dass industriell gefertigte Nahrung, das fängt an mit raffiniertem Zucker und hört halt mit Nahrungsmitteln auf, in denen jede Menge Zusatzstoffe sind, wo wir eigentlich gar nicht so ganz genau wissen, wie die eigentlich wirken oder welche Nebenwirkungen die haben, das ist sicherlich ungesund. Also wenn man den ganzen Tag oder sagen wir jeden Tag immer die Fertigpizza und die Fertigprodukte aus der Tiefkühltruhe isst, kann man schon sagen, das hat mit Sicherheit auch einen Einfluss auf das Immunsystem. Und wenn man sich gesund ernährt, ich meine, an apple a day keeps the doctor away. Das ist ja jetzt kein Quatsch, sondern das ist zwar nur ein blöder Spruch, aber das ist natürlich völlig richtig. Wir müssen uns einfach gesund und ausgewogen ernähren und da sind natürlich frische Produkte und vielleicht auch nicht gerade die frische Produkte aus dem großen Gewächshaus in Holland. Wer das schon mal gesehen hat, der zweifelt schon daran, ob dieser Salat wirklich sehr viele Nährstoffe hat, sondern vielleicht, dass man doch ein bisschen guckt, was man so kauft. Kann sich natürlich jetzt auch nicht jeder leisten, das ist schon klar. Die Bioprodukte sind immer ein bisschen teurer, aber ich glaube schon, dass man damit sehr viel erreichen kann, ja. Jetzt wobei, ich würde da gerne noch eine Mini-Ergänzung machen. Eine Mini sei Ihnen gestattet, natürlich. Aber auch, wenn man sich ansonsten sehr gesund verhält, gesund ernährt, das ist immer gut, sollte man sich trotzdem nicht nur darauf verlassen. Also diese Anregungen zum Thema Impfen, wachsam bleiben, die gelten auch für Menschen, die sich gesund ernähren.
Danke für den Absolut. Hinweis. Ich wollte gerade die Ebene Nahrungsmittel, gesunde Nahrungsmittel wieder zurückholen zum Thema Angriff auf den Körper, schwere Infektionen und Sepsis. Danke, dass Sie den Brückenschlag eben noch gemacht haben. Bring es auf den Punkt, so heißt es jetzt in dieser letzten Minute. Ganz kurz formuliert, Herr Dr. Kafanek, Ihr wichtigster Appell an alle, die uns jetzt begleitet haben über diese Stunde zum Thema Angriff auf den Körper, schwere Infektionen und Sepsis. Bitte ganz kurz nochmal formuliert. Für mich persönlich war das Thema wichtig. Verwirrtheit ist ein ganz starkes Signal. Das Thema Zeit spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das Thema Antibiotikum ist nicht das Allheilmittel, punktuell eingesetzt, und der Zeitraum der Indikation ist hier ganz entscheidend. Für mich als Laie waren das so drei wichtige Erkenntnisse. Aber an Sie beide nochmal, bringen es bitte auf den Punkt in 30 Sekunden. Sie haben das Wort, Herr Doktor. Bitte schön. Man muss alert bleiben, man muss seinen Gegenüber vor allen Dingen beobachten, man muss auch sich selbst beobachten. Und wenn man selbst eine Infektionskrankheit meint, eine Infektionskrankheit zu haben, die anders ist als sonst, als die normale Erkältung, oder es bei seinen Angehörigen so feststellt, zum Beispiel Ehefrau, Ehemann, dann sollte man auf jeden Fall sehr, sehr rasch zum Arzt gehen. Herzliches Dankeschön für wirklich knackig formuliert, bringe es auf den Punkt. Frau Dr. Köster-Steinemann, auch bei Ihnen bitte. Punktlandung. Eine Punktlandung. Sie alle kennen einen Schlaganfall oder Herzinfarkt als absolute Notfallindikation. Bitte tragen Sie das für sich und Ihre Angehörigen weiter. Eine Sepsis ist genauso ein zeitkritischer Notfall. Auch da geht es um jede Minute, dass Sie das erkennen, dass die Menschen im Gesundheitswesen darauf aufmerksam gemacht werden. Lieber dreimal zu oft fragen, könnte es eine Sepsis sein, als einmal zu wenig. Ich sage Ihnen beiden herzliches Dankeschön für den super interessanten und sehr, sehr engagierten Vortrag. Wir sind auf der Zielgeraden insofern, dass es heißt Angriff auf den Körper, schwere Infektionen und Sepsis, von Ihnen nochmal in vielen Facetten mit Zahlen unterlegt und mit vielen Hinweisen fantastisch dargestellt. Ich sage herzliches Dankeschön an dieser Stelle.